Willkommen bei den Dickmeyers. Das sind Fußballprofi Dennis, seine Frau Dana und ihre vier Kinder. Du hast keine Ahnung, ich bin der Chef. Ich bin der Chef. Ich glaube, Mama ist der Chef. Die fußballverrückte Großfamilie hat in den nächsten Tagen sehr viel vor. Wir bekommen einen Austauschschüler, der bleibt für ein Jahr. Und dann ist ja auch schon gleich die Einschulung. Das wären Vollgastage, würde ich mal so sagen. Aber du schaffst das schon. Das kannst du so nicht einfach hinlegen. Das ist total schwer. Und dann bricht es ab. Du hast keine Ahnung. Mach's nicht kaputt. Mach mal deine Hand darunter. Entschuldigung. Viel Arbeit mit vier Kindern bedeutet immer viel Stress. Divi, lässt du das bitte da stehen? Pass auf deine Haare auf, Mini. Die fangen da rein. Vier Kinder, alle springen auf den Betten rum. Das stresst mich einfach. Einfach Chaos pur. Jetzt kommen hier die Assis mit den roten Haaren, mit den Tattoos, mit den 800 Kindern. Aber die da nehmen bin den ich. Ganzen das ist Laden aus. Scheißegal, ja. Was andere über mich denken. We are family. Bammental bei Heidelberg. Ein typischer Morgen bei den Dickmeyers. Wollt ihr einen Toast essen, ihr beiden Kleinen? Wir bekommen einen Austauschschüler, der bleibt für ein Jahr. So, für Valentinos Ankunft muss ich noch die restlichen Schulsachen holen. Ballons für die Einschulung. Fußballverein muss ich mich noch drum kümmern. Die Hüpfburg muss ich noch bestellen. Den Kuchen. Das wären Vollgastage, würde ich mal so sagen. Aber du schaffst das schon. Oder wir, ne? Natürlich. Ich unterstütze dich. Es steht auch noch die Einschulung von Tochter Dalina an. Familienchaos ist vorprogrammiert. Hier muss jeder mit anpacken, ne? Sonst geht das nicht. Warum kommen die endlich? Die haben gleich rausgeschossen. Ja! Juhu! Und natürlich kann ich mir das nicht vorstellen, zu leben ohne einen Plan mit den Kindern. Der muss dahin, der muss dahin. Das geht nicht anders. Dennis ist da das komplette Gegenteil. Der weiß, also wenn ich ihm sage, hol die Kinder ab, dann bringt er den Falschen dahin. Also das ist schon öfter passiert, dass ich dachte, was machst du da eigentlich? Aber natürlich habe ich das auch gelernt. Also wir hatten ja nicht Vierlinge, sondern erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Und so hat man sich da einfach reingelebt. Und das ist natürlich meine Lebensaufgabe, die Familie zu organisieren. Weil dann müssen wir auch langsam uns sputen und los. Dana war früher Veranstaltungskauffrau. Heute ist sie Familienmanagerin und Vierfachmama. Ja, die größte Eigenschaft, das ist einfach, dass Dana eine extreme Managerin ist. Das ist einfach Danas Stärke, schnell Lösungen zu finden, Sachen zu organisieren, auch in Stressmomenten. Und ja, dafür liebe ich sie ja, ne? Lebemann und Profifußballer Dennis ist alles andere als ein Organisationstalent. Das ist, glaube ich, bei uns wirklich so, dass Gegensätze sich anziehen. Eigentlich sind wir komplett verschieden. Und das ist, glaube ich, auch gut für die Ehe und für uns, dass wir uns eigentlich so ergänzen. Das, was ich nicht habe, hat er. Und das ist einfach ja, sein Humor, seine Lebensfreude, dass er jeden Tag aufwacht und denkt, juhu, es geht wieder los. Und ja. Die Dickmeyers sind sich einig. Er macht Karriere als Profifußballer. Sie kümmert sich um alles andere. Eigentlich sind die jetzt schon in einem ganz guten Alter, dass sie das halt auch alleine machen. Dass ich sage, zieht euch an und ich kann nebenbei was anderes machen. Sonst war es halt immer so, dass ich halt alles machen musste. So anziehen, Schuhe anziehen. Die Großen putzen sich allein die Zähne, machen sich die Haare alleine. Das ist jetzt schon relativ entspannt. So, auf Wings. Fertig? Dann geht's los. Mit dem Fahrrad sind es nur 5 Minuten zum Kindergarten. Die alltäglichen Aufgaben mit 4 Kindern sind für die Perfektionistin eigentlich schon Herausforderung genug. Ist es mit zusätzlichem Austauschschüler überhaupt noch machbar? Über die Schule von unserer Großen kam so eine Infomail erstmal nur. Die habe ich für mich gelesen und dachte, oh, irgendwie cool, so ein Austausch. Da wussten wir auch nicht, ob es Junge oder Mädchen. Dann haben wir uns ein paar Tage darüber Gedanken gemacht. Und dann haben Aber wir mit den der Kindern Einwand von mir kam gleich, wenn ein Junge. Ein Junge. Ja, wenn dann ein Junge, der Fußball spielt. Da habe ich gesagt, okay, wenn es nur daran liegt, es wird schon gehen. Und das ist er. Der 16-jährige Valentino kommt aus der Schweiz. Er spielt leidenschaftlich gerne Gitarre und Fußball. Bevor er aber einziehen kann, braucht er auch einen Schlafplatz.
Talina räumt netterweise für ein Jahr lang ihr Zimmer und zieht bei Bruder Dion ein. Ich nehme mal das hier und lege das mal aufs Gästebett. Das kommt nachher wieder ins neue Bett rein. Ich sage, mach das und er räumt das und schleppt das von da nach da. Und er fragt mich, was soll ich als nächstes machen? Das ist ja immer ein Zusammenspiel. Das ist ja wie das Thema. Dana ist unsere Managerin. Ich frage sie und ich mache das. Divya, die Jüngste in der Familie, bekommt das alte Bett ihrer Schwester. Hier kommt das Bett aus Salinas Zimmer rein. Und dann wird das abgebaut und dafür muss das jetzt erstmal raus und der Schrank raus und hier ist jetzt Stühlerücken. Und da ich so handwerklich begabt bin, hast du die Aufsicht. Haben wir unseren Freund Daniel zur Hilfe geholt. Delani und Jenny, ja, bitte. Wollt ihr mal mit Tragen helfen, bitte? Die Sachen im Keller, die Bretter vom Bett. Bei den Diekmanns packen alle mit an, vor allem Kumpel Daniel. Daniel ist handwerklich etwas begabter als Dennis. Was? Leider. Ich bin der Beste. Ja, im Tragen. Im Tragen, ja. Sonst hätten wir ein paar. Ja. Abbauen schaffst du vielleicht auch noch, aber wieder aufbauen, das ist schwierig. Ja. Mach's nicht falsch. Kaputt. Ich muss ja sagen, ich bin ja auch clever. Ach, du bist Ich nenne mal ein Beispiel. Zum Beispiel, sie sagt, wir nennen uns ja mal Mausi. Mausi, das ist kaputt, kannst du das bitte reparieren? Und ich habe da gar keinen Bock zu. Das ist nicht meins, ich kann es einfach nicht. Ich will es, glaube ich, auch einfach nicht. Ja. Dann mache ich es nicht richtig und dann ist sie schon genervt. Und dann weiß sie beim nächsten Mal, den muss ich gar nicht mehr fragen. Ja, na gut, dann bist du wirklich clever. Ja, danke. Hier? Boah, das ist schwer. Nein, 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 weil hier. Das ist so schwer. Warte. Nee. Das geht nicht. Doch, das haben wir gemacht. Das könnt ihr nicht schieben. Wollen wir doch auch nicht. Nein, das ist für den Schutz. Wir wollen jetzt einmal da liegen. Umlegen könnt ihr das nicht. Wir wollen es nicht schieben. Schreib mir nicht so. Du hast keine Ahnung. Ich bin der Chef. Ich gebe dir die Anweisung. Das wird hingelegt und dann schrauben wir es ab. Das kannst du so nicht einfach hinlegen. Das ist total schwer. Und dann bricht es ab. Wo soll das abbrechen? Wenn du das hochhebst, dann kann das doch hier rausbrechen. Du hast Nein. keine Ahnung. Wir heben da drüben. Ehrlich. Okay, ich beobachte das. Wenn da eine Sache abbricht. Mit der kann man nicht. Also will man gar nicht streiten. Mit mir kann man richtig gut streiten. Ja, mit dir kann man gut streiten, aber das nervt. So ganz langsam. Oh, nee, die machen das schon. Das ist echt schwer, ne? Ja, das ist auch was. Das geht so. Ja, das knackt schon. Ja, nee. Nein, die können das. Da bricht auch nichts ab, haben sie gesagt. Ja. Du musst jetzt hier rüberkommen. So wie ich stehe. Genau. Und jetzt langsam nach unten lassen wir uns. Das bricht nichts. Pass mal. Genau, fass mal unten an. Ich hab das. Ja, fix, siehst du? Ich muss immer nachgeben, wobei ich recht habe, ja, aber ich gebe aber nach. Aber ist auch schön, dass weil du ich clever bin, hast. Genau. Dass ich will, dass der Streit vorbei ist, dann sage ich immer, okay, Entschuldigung, obwohl ich recht habe, sage ich Entschuldigung. Ja, also das siehste? Ist schon schlecht. Nee, das ist nicht richtig. Ja. Das musst du bessern. Nee. Mausi, wo soll ich das hinlegen? Jetzt direkt rein auf den... Direkt auf den Boden. Okay. Dann kommt das da rüber und dann müssen wir die anderen Sachen von Daniel noch holen und dann... Schrauben wir es wieder. Also einfach hier erstmal rein. Einfach. Und das von dir kommt oben drüber. Genau. Und der extra ist auch wieder dabei. Also so. Ja, aber ich überlege, ob ich das erst raufstecke. Das können wir auch im Liegen. Können wir auch auf die Wand stellen, oder nicht? Nee, ja, aber es muss ja hingelegt werden. So rauf, dann musst du hier an uns vorbei. Ja, Dennis hat sein Bestes gegeben, würde ich sagen. Danke. Also, das heißt, das Beste. Das war schon gut. Das ist ja immer Teamwork, ne? Keine Schraube vergessen. So, wie sieht's aus? Wir sind fertig. Hey, cool. Oder? Jetzt bin ich froh, dass alles steht. Ich bin froh, dass die Kinder froh sind. Ja, alles wunderbar. Ein anstrengender Tag geht zu Ende. Die Kinder sind endlich im Bett. Aber Mama Dana hat noch lange keinen Feierabend. Meine Mutter kommt, um mir die Kinder ein bisschen vom Hals zu halten, damit ich in Ruhe meine Erledigung machen kann. Da freuen sich natürlich alle, wenn Oma kommt. Und ich kann das gut verbinden, meine Erledigungen machen. Die Kinder haben Zeit mit Oma. Wir haben ein bisschen Zeit zu zweit. Also ist das auch sehr praktisch, gerade wenn dann so viel ansteht. Und das ist die Ankunft von Austauschschüler Valentino und die Einschulung von Tochter Dalina. Am nächsten Morgen reist deswegen Oma Marion aus dem 600 Kilometer entfernten Hamburg an. Mein Name ist Marion, ich bin die Mama von Dana.
Die 63-Jährige ist alle 6 bis 8 Wochen zu Besuch bei ihrer Familie. Ich komme oft, um auf die Kinder aufzupassen. Wenn Dana und Dennis was vorhaben, bin ich da. Mir ist es wichtig, dass die auch ihre Zeit zusammen haben. Und ich kümmere mich dann um die Kinder, ja. Kannst du die dann in Streifen schneiden? Dann ist Alina hier, guck doch mal. Und schneiden. Das ist ein Messer. Genau. Dion, aber mach es nicht zu klein. Guck mal, du kannst das ruhig einmal in der Mitte durch. Oder du kannst es sogar so lang lassen. Das ist auch okay. Also wenn die mal aus dem Ruder laufen, wenn sie nicht hören, dann gibt's auch eine Ansage von mir, natürlich. Oder Julia hat's gerne, dass sie beim Essen immer viel rumzappelt. Dann spricht man Machtwort und sagt dreimal, Divi, wenn du nicht aufhörst, bringe ich dich runter. Es ist stressig für mich bei den Diekmeyers, natürlich. Die Kinder sind on fire, wenn sie die Augen aufmachen und es ist schon, ja. Aber das Schöne überwiegt halt, sie um sich zu haben. Und ja, aber bei 4 Kindern ist es immer mal stressig. Und wenn die aus dem Ruder laufen, dann sage ich, also was hat Opa Theo immer gesagt? Alt und grau kannst du werden, aber nicht frech. Genau, das wissen die ganz genau. Um die Rasselbande kümmert sich jetzt Oma Marion. Bleibt Zeit für Dana, in aller Ruhe ihre Erledigungen zu machen. In wenigen Tagen kommt der Familienzuwachs. Und dann muss sie sich 1 Jahr lang um 5 Kinder kümmern. Ich muss jetzt noch ein paar Schulsachen für Valentino besorgen. Der kommt ja bald. Und so die letzten Sachen muss ich jetzt noch mal besorgen, damit er für seinen ersten Schultag alles parat hat. Einkaufen für einen Teenager? Das ist was ganz anderes als für ihre eigenen Kinder. Man kriegt immer von den Schulen so eine Materialliste. Das ist jetzt für mich ein bisschen ungewohnt, weil sonst kaufe ich immer hier so Blümchenscheren und bunte, dicke Stifte mit Löchern, wo sie am besten festhalten. Und jetzt so in dem Alter brauche ich das, glaube ich, nicht mehr. Aber ich habe auf jeden Fall eine Liste bekommen, was ich holen muss. Das meiste habe ich auch schon, aber jetzt so ein paar Kleinigkeiten noch. Und ja, muss ich jetzt abarbeiten. Aber viel Zeit bleibt Dana nicht. Denn heute Abend steht der nächste wichtige Termin an. Eine Pärchenauszeit vom stressigen Familienalltag. Ich habe jetzt alles zusammen. Jetzt kann ich ihm das schön zusammenpacken. Heute Abend habe ich Date Night mit Dennis. Oma passt auf die Kinder auf. Deswegen muss ich mich jetzt schnell beeilen und noch ein bisschen fertig machen. Und dann geht's los. Dana und Dennis lieben ihren schrillen Modestil. Ihr Motto? Je bunter, desto besser. Meistens zumindest. Was ziehst du an? Was? Vom schwarzen T-Shirt zum schwarzen T-Shirt. Soll ich schick heute gehen? Ja. Wir machen das ja öfter so, dass wir gerne mal zu zweit essen gehen. Ich glaube, das braucht man, wenn man 4 Kinder zu Hause hat. Mal ein bisschen Zweisamkeit. Und ja, wir probieren das immer so 1-2 Mal im Monat, die Zeit zu zweit genießen. Und dann gehen wir schick essen. Schick, genau. Guck, du sagst es. Du hast es selber gemerkt. Ich höre auf dich. Für mich ist das wichtig, dass man auch Mann und Frau ist und nicht nur Mama und Papa, sondern dass man auch mal sagt, ich mache mich heute mal schick für ihn und gehe nicht immer nur auf dem Spielplatz mit Gummistiefeln, dass man halt auch einfach ja, immer noch Mann und Frau ist. Dann zieh ich auch mal ein Hemd an, ne? Feier des Tages. Feier des Tages. Perfekt. 10 Minuten. 20 Minuten Abfahrt, oder? Schaffe ich. Schaffst du? Perfekt. Ja, also dass ich dann nämlich 3 Stunden vorbereite, um dann 2 Stunden essen zu gehen, das mache ich nicht mehr. Also ich bin jetzt sowieso nicht so die Schminketante und die sich jeden Tag irgendwie aufbrezelt. Natürlich versucht man das, dass man sich gegenseitig auch immer noch attraktiv findet und dass man sich zurecht macht. Aber dass ich da jetzt irgendwie 3 Stunden vorher im Bad stehe und mich fertig mache, das ist nicht der Fall. Heute Abend können die beiden einfach nur Ehepaar sein. Oma sei Dank. So, wie sehen wir aus? Sind wir schick? Können wir so gehen? Guck mal. Dann schlaf nachher gut. Morgen früh sind wir wieder da, ne? Vor allem für Mama Dana ist es nicht leicht, die Kinder alleine zu lassen. Also
mir fällt das schwer, Sachen abzugeben. Und dann denke ich, putzen die richtig die Zähne, bevor sie ins Bett gehen? Legen die sich ihre Sachen für den nächsten Tag raus? Haben die vernünftig Abendbrot gegessen? Und das ist einfach für mich, ich weiß nicht, ich kann dann nicht. Ich meine, ich bin 24/7 mit denen. Und wenn ich dann mal weg bin, dann ist es halt für mich, dass ich nicht sage, egal, klappt schon. Das ist halt so bei mir. Tschüss. Die Kontrolle nervt mich manchmal, weil ich weiß, dass ich alles mache. Es ist ordentlich, es ist, ich denke an alles und dennoch sagt sie mir, Mama, denk dran und alles gut. Sie macht einen Plan, den brauche ich auch von ihr, aber ich mache auch dann. Es ist selten, dass ich mal was vergesse, weil ich halt auch so gestrickt bin. Bis jetzt hat sich Tochter Dana noch nicht zu einer Kontrolle gemeldet. Aber bei der traumhaften Location direkt am Neckar in Heidelberg muss man einfach den Kopf abschalten. Jetzt heißt es, den Abend genießen. Hallo. Das ist ein Gentleman, wa? Oh ja. Kinderfrei, schönen Cocktail. Also Dennis kommt jetzt nicht jede Woche mit einem Blumenstrauß an für mich, um einfach nur mir eine nette Geste zu geben. Und ich mache im Gegenzug nicht das und das für ihn. Also wir sind jetzt beide nicht so, dass wir hier ständig im Kerzenschein sitzen. Also da sind wir eigentlich beide nicht so für. Auch von kinderfreien Abend, ne? Prost! Prost! Weißt du schon, was du isst? Vorspeise, ja. Bei den beiden war es fast wie Liebe auf den ersten Blick. Wir haben uns kennengelernt in Bremen. Da hat Dennis damals bei Bremen Fußball gespielt. Wir haben in einem Haus zusammen gewohnt. Und da haben wir uns so ab und zu mal gesehen. Aber der richtige Kontakt ist dann erst entstanden. Da habe ich dann schon in Nürnberg gespielt und Dana hat noch in Bremen gelebt. Und dann haben wir damals bei StudiVZ, hieß es, glaube ich, damals noch, haben wir da mal geschrieben und ja, dann haben wir uns getroffen. Und dann bin ich quasi kurz nachdem er nach Nürnberg gegangen ist, hinterher und bin dann nicht mehr weg. Wir haben uns 2009 kennengelernt und haben 2010 geheiratet. Ging zügig. Im selben Jahr kam auch Tochter Delani zur Welt. 3 Kinder und 12 Jahre später sind beide immer noch so glücklich wie am ersten Tag. Ja, das sind so Kleinigkeiten, die ich einfach in ihr liebe. Ich komme nach Hause, ich habe meinen Plan von ihr. Sie gibt mir eigentlich meinen Plan, was ich machen muss. Und ich musste mich in meiner Karriere, in meinem Leben eigentlich nie groß um was kümmern, weil Dana mir die Arbeiten neben dem Fußball sozusagen abgenommen hat. Und das war immer für mich in meinem Job was sehr Wichtiges. Währenddessen zu Hause in Bammental. Die Kinder genießen Zeit mit Oma Marion. Um 20 Uhr ist bei den Dickmeyers Bettzeit. Ob das heute auch ohne Mama Dana klappt? Ist nicht schwierig, die ins Bett zu kriegen. Die gehen Zähne putzen und dann ist das, wenn die wissen, es ist Bettzeit, dann gehen die auch ins Bett. Wenn wir gegessen haben, geht's ab ins Bett, ne? Nein. Zähne putzen, waschen. Zum Glück bekommen Mama und Papa im Restaurant nichts davon mit. Denn Dana ist derzeit abgelenkt. Für ihren Nebenjob als Influencerin gibt die Vollzeitmutter alles und teilt es dann mit ihren fast 23.000 Followern. Mach mal deine Hand darunter. Entschuldigung, das muss ja auch alles ordentlich aussehen, ne? Jetzt muss ich mal um, die gehen in 5 Minuten. Dann darf ich jetzt endlich essen? Ja, also weißt du, das ist hier nun mal, so, das muss schon... Guten Appetit, ne? Lass es dir schmecken. Guten Appetit, piep, piep, piep. Das sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Das sieht richtig lecker aus. Das nervt schon manchmal, dass sie viel mit dem Handy ist. Das weiß sie auch, das sage ich ihr auch. Aber natürlich macht sie das gut, verdient damit teilweise Geld. Und dann kann ich ja nicht sagen, komm, pack das weg, pack das weg. Aber in gewissen Situationen ist das schon mal nervig, ne? Dana hat fast 5 feste Kooperationen auf Instagram. Das bringt ihr ein monatliches Einkommen von rund 2.000 Euro ein. Ihr ist es wichtig, auch ihr eigenes Geld zu verdienen. Außerdem macht es Spaß. Ehemann Dennis sieht das anders.
Danas Nebenjob findet er manchmal einfach nur nervig. Jetzt ist er weg. Aber da im Urlaub, boah. Wenn ich da die Bilder machen muss, da drehe ich ja durch. Ne? Da drehe ich ja, oh, das ist so nicht gut, das ist so. Ich will einfach, keine Ahnung, schwimmen oder mein Leben genießen und dann stehe ich da wie so ein Vogel und fotografiere sie. Aber auch bei einem romantischen Dinner-Date hält es Perfektionistin Dana nicht ohne einen Kontrollanruf nach Hause aus. Wo ist Dion? Der kommt. Komm wieder. Und die Kleinen sind schon im Bett? Ich könnte jetzt nie irgendwo hingehen und mein Handy wegpacken, wenn meine Kinder nicht bei mir sind, weil ich immer Angst habe, dass was passiert. Ja. Da. Hallo, mein Schatz. Und jetzt geht ihr schlafen? Ja, wir schlafen schon fast. Sind Mama und Papa nicht da, bleibt ihr wach, wa? Also wir schlafen schon. Ja, wir haben echt euch noch mal geweckt. Tut mir leid. Ja. Okay, meine Süßen, dann sehen wir uns morgen früh, dann gute Nacht nachher, ja? Delani macht sie so dick. Wir sehen uns morgen früh, ja? Ja. Schlaf gut. Es ist natürlich schön, gerade in der Phase, wo man so viel zu tun hat, Valentino kommt, die Einschulung ist und dass man dann noch Zeit für sich findet, ist natürlich schön und auch wichtig für uns, weil ja, da kann man einfach ja, diese Zeit noch mal ganz anders genießen, ne? Als wenn wir dann hier zu Hause hocken mit den ganzen Kindern und hier einfach Stress ist, Trubel ist und auch diese Vorbereitung, die stressen ja Dana auch. Und ich glaube, wenn man dann Zeit für sich hat abends, dann kann man noch mal ein bisschen anders abschalten. Ich freue mich riesig, wenn wir beide Abendessen gehen. Du freust dich immer aufs Essen? Ja, ich freue mich immer aufs Essen. Ich gehe sau gerne essen. Und wenn meine Frau noch dabei ist, umso schöner. Na dann, guten Appetit.